Was erhoffst du dir von der Nominierung als European Shooting Star? Tolle Kontakte, tolle Gespräche, eine schöne Zeit jetzt hier in Berlin und ja, viel mehr ist es für mich gar nicht. Ich möchte da jetzt nicht so viele Erwartungsnadeln irgendwo reinstecken und dann hoffen, dass da irgendwas passiert. Ich lasse alles so ein bisschen auf mich zukommen. Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich Spider-Man. Also bist du während der Pandemie kannst du dann rein? Ja, ja. Was hältst du von dem Film? Oh, ich fand ihn sehr gut jetzt, den letzten, tatsächlich. Also wirklich sehr, sehr gut. Hast du Squid Games gesehen? Was hältst du von der Serie? Ich fand die wahnsinnig. Ich fand die mega. Ich fand die wirklich mega. Also die Koreaner haben einfach einen ganz eigenen Stil im Filmischen und ich mag das extrem, was die machen. Ich auch, ja. Ich fange deshalb an, Koreanisch zu lernen. Oh, wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich finde, die Franzosen machen bessere Actionfilme als wir. Es gibt bessere Thriller-Serien und auch Filme von woanders her. Woran liegt es, dass das bei uns nicht funktioniert? Das ist eine sehr gute Frage. Woran liegt das? Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, wenn wir das wüssten, dann wären wir besser darin. Ich weiß nicht, an der Filmförderung, Til Schweiger hat da ein bisschen mehr Freiheiten, aber wenn da noch 10 andere Redaktionen dabei sind und jeder will irgendwie noch was dazu sagen? Ich glaube, es ist viel Budget, ich glaube, es ist viel, dass einfach zu einem gewissen Actionfilm gehören auch die richtigen Action-Leute und die sind tatsächlich hauptsächlich in Europa, also auch in Hollywood werden viele Leute aus Europa genommen, hauptsächlich halt Frankreich. Aber es ist, glaube ich, einfach eine große Vorbereitungssache. Ich glaube, dass wir in Deutschland leider uns teilweise zu wenig Zeit nehmen, um Sachen vorzubereiten. Also sprich Stuntproben und Co. werden hier gerne einfach reduziert. Schaust du dir ausländische Filme eher im Original an oder mit Untertiteln? Ich schaue hauptsächlich immer im Original. Also immer im Original mit Untertitel, synchronisiert geht gar nicht mehr. Was hältst du generell von Synchronisation? Weil bei uns ist das ja üblich, im Fernsehen immer alles zu synchronisieren. Ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich es schon eine coole Sache. Also ich meine, wir als Deutschland sind ja einfach wahrscheinlich mit auf Platz 1, was Synchronisation angeht, einfach von der Qualität her. Aber ich kann jetzt nur von mir sprechen und sagen, wenn dann eine Serie von mir auf Netflix rauskommt und die ist eigentlich deutsch und die wird auf Englisch gedubbt, dann ist das für mich natürlich schon besser, weil einfach Amerikaner nicht so gerne gedubbte Sachen, nicht so gerne Untertitel-Sachen gucken. Insofern, je nachdem, worum es geht, bin ich sowohl pro als auch contra. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Wie hat sich das auf dich ausgewirkt? So für dich persönlich, für die Arbeit als Schauspieler und als Musiker? Man darf es ja gar nicht so laut sagen, aber ich habe für mich die letzten 2 Jahre wirklich mit die produktivste Zeit gehabt überhaupt. Also ich habe glücklicherweise, Gott sei Dank, drehen können. Ich habe glücklicherweise meine Musiksachen umsetzen können, so wie es sein musste. Und musste in vielen Hinsichten auch einfach kreativer werden und mir mehr ausdenken und habe das eher als Chance genutzt, um da irgendwie an mir selbst zu wachsen und zu gucken, okay, was kann ich machen, wenn alles andere einfriert um mich rum. Viele Sachen, die im Kino laufen sollten, wurden bei Streaming-Anbietern veröffentlicht, zum Teil vorgezogen, wie bei Disney Plus. Wie siehst du Streaming-Anbieter? Sind sie eher eine Gefahr fürs Kino hier bei uns oder eher ein Ansporn, besser zu werden? Ich glaube, es ist eine gesunde Mischung aus beidem. Wir werden durch Streaming erreichen wir einfach ein Publikum, was so nicht so leicht zu erreichen ist über Kino. Und Kino bleibt aber trotzdem ein Erlebnis, wo man hingeht und diese 1,5 oder 2 Stunden, die man Film guckt, nicht am Handy verbringt. Beim Streaming erwische ich mich selbst, dass ich ab dem Moment, wo ich Play gedrückt habe, schon mein Handy einmal kurz in die Hand genommen habe, um noch einmal zu gucken, welche Nachrichten reingekommen sind. Und deswegen bleibt für mich Kino immer noch die Königsklasse und Königsdisziplin, weil das der Raum ist, in dem die Aufmerksamkeit auch wirklich komplett da ist von Anfang bis Ende. Du hast bei Warrior Nun mitgespielt und bei Tribes of Europe. Ist da ein Unterschied zwischen den einzelnen Netflix, weil Netflix Deutschland ist ja nicht das gleiche wie Netflix international?
Es ist ein Riesenunterschied. Da wird mit anderen Budgets gearbeitet, da wird mit anderen, mit einem anderen Background gearbeitet. Da sind einfach die Amis, was ja auch der Grund dafür ist, dass sie einfach die erfolgreichsten sind in der Filmbranche, wesentlich organisierter und vorausschauender. Also da werden gewisse Sachen, zwecks Promo und Co. einfach schon von vornherein mit eingearbeitet und mitbedacht, während sowas in deutschen Produktionen natürlich immer erst nach dem Film passiert oder mal hier und dort zwischendurch. Da ist die Agenda bei den Amis einfach grundsätzlich professionell, ist vielleicht das falsche Wort, weil wir sind auch alle professionell, aber einfach ein bisschen ausgefuchster, ein bisschen ausgearbeiteter. One Night Off, das ist dein letzter Film, den ich gesehen habe, das ist Amazon Prime Video. Wie lautet das Kennzeichen des Autos, das du da fährst? Gott. Das würde jetzt keine Fangfrage sein, aber ich glaube, du verstehst Spaß. LMNOP, irgendwas mit LMNOP, ja, habe ich auf jeden Fall im Outtake gesagt. Das war PW1086, sagst du, in einer Szene. Also, aber das Autokennzeichen fängt mit M an in München. Und meine Frage ist eigentlich, ich fand das am Anfang sehr verwirrend. Alle Autos schienen von überall herzukommen. Das war nicht festgelegt auf eine bestimmte Stadt. Warum, hat das der Regisseur gesagt? Das weiß ich nicht, damit habe ich mich noch nie beschäftigt bei diesem Film, woher diese Kennzeichen herkommen, aber interessant. Aber wenn man durch Berlin fährt oder jetzt zum Beispiel durch München, dann ist ja auch nicht jedes Kennzeichen aus München. Vielleicht hat das den Hintergrund, vielleicht hat da auch einfach jemand gepennt. Guten Morgen, du hast gepennt, wir wissen es nicht. Dein Lied Danke hört man über die Bloopers so ein bisschen. Was für eine Version ist das? Ist es eine extra Amazon-Video? Version, weil die hört sich ein bisschen anders an. Es gibt ja zwei Versionen. Es gibt die ganz normale Version, genau. Das ist die Studioversion, dann gibt es noch eine Akustikversion. Das waren jetzt jeweils, wie gesagt, der Song ist wirklich entstanden für den Film, für den Abspann und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir nochmal eine exklusive Amazon-Version, eine Akustikversion dazu. Hast du den Song angeboten? Wie kam es dazu, dass noch der Song von dir da rein ist? Ach, das ist mittlerweile irgendwie immer so eine Standardfrage, die dann irgendwie stattfindet, wenn man halt anfängt zu drehen, ob man sich vorstellen könnte, auch irgendwie einen Song zu schreiben. Mal passiert, mal nicht. Das erste Mal ist es ja mit Till passiert oder auch schon teilweise davor mit V8, aber da war ich 16 oder so. Ich mache das immer ganz gerne mal hier, wenn man mich fragt. Das ist jetzt vielleicht nicht meine, wie sagt man, Grundmotivation, wenn ich in ein Projekt reingehe, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen Song dafür schreiben, aber wenn man mich fragt, Martin Schreier jetzt zum Beispiel, der Regisseur von One Night Off, wir sind ja auch dicke Freunde und da sage ich dann nicht nein. Vor zwei Wochen hat mir meine Rechnung so eine Schlagzeile angezeigt, Emilio ist der neue Elias Mbarek. Was hältst du davon? Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so Clickbait war. Darunter stand dann halt der Grund, Fatih Akin, was er so gesagt hat. Musstest du hier für Rheingold zum Casting oder wurdest du angerufen? Er hat mich angerufen tatsächlich und meinte, ich habe hier ein Drehbuch, willst du es mal lesen? Würde mich freuen, wenn du da Bock drauf hättest. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Bock drauf. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir einen Kameratest gemacht mit einer aufgeklebten Glatze und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass das funktionieren kann. Und jetzt sind wir schon fertig und der Film liegt in der Postproduktion, also mal gucken. Was kannst du mir über den Film erzählen und deine Rolle darin? Beinhaltet das die von Anfang bis Ende, bis jetzt, was Khatar macht oder wo ist da der Stopp? Ich kann da leider nicht so viel erzählen. Das Einzige, was ich erzählen kann, ist, Khatar ist ein Rapper oder besser gesagt mittlerweile auch Musiklabel Mogul hier in Deutschland und sein Leben wird verfilmt. Es wird verfilmt, wie es dazu kam, dass er zu diesem Musikindustrie-Mega-Mogul in Deutschland wurde. Coverst du die Songs von ihm? Kriegt man die dann auf dem Soundtrack zu hören? Das kann ich nicht sagen. Also weiß ich nicht. Kommen wir zu Bibi und Tina, voll verhext. Das liegt jetzt schon 8 Jahre zurück. Wenn du zurückdenkst, was hältst du jetzt von deiner Rolle als Tarek? Ist doch voll cool. Ja? Ja. Ehrlich gesagt, ich fand das ein bisschen genervt. Ich dachte so, der in Anführungszeichen Migrant oder Ausländer, und das hat mich gestört, eigentlich eher so an der Rolle. Ja, also ich hatte immer einen richtig schönen Sommer mit all meinen Leuten da zusammen, mich hat da tatsächlich gar nichts gestört bei diesem Dreh. Insofern, war eigentlich eine schöne Zeit.
Was ist dein Lieblingslied aus den Bibi und Tina-Filmen? Mädchen auf dem Pferd. Kannst auch gerne ansingen. Heute nicht. Ich habe es heute ein bisschen mit dem Knie, da ist es mit dem Singen nicht so leicht. Alles klar. Wie hat sich der Erfolg der Filme auf dein Leben ausgewirkt? Der Erfolg der Filme auf dein Leben ausgewirkt. Der Filme generell oder der Bibi und Tina-Filme? Der Bibi und Tina-Filme. Gute Frage. Es war halt ein großer Türöffner. Es war ein großer Türöffner, der viele Pforten aufgemacht hat und gleichzeitig aber auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass einige doppelt und dreifach verschlossen waren, weil man hat ein Gewicht an seinen Füßen, man muss sich da aus dieser Kinderrolle auch wieder raus bewegen und aus diesem Kostüm rausschlüpfen. Und das ist gerade in Deutschland gar nicht so leicht, weil wir in Deutschland gerne mit Schubladen arbeiten und jemand, der dann ein Teenie-Schwarm ist, wie man dann betitelt wird, der wird dann diese Rolle auch schnell oder schwierig wieder los und dann muss man halt hier und dort zum Vier-Blocks-Drogen-Gangster-Dealer werden und hier und dort einen Tatort machen und hier und dort das und das machen, um da halt so langsam klar zu machen, dass da auch mehr geht. Und das habe ich gemacht. Und jetzt sitze ich hier und darf dieses Interview führen. Okay, ich habe meine Fragen gucken. Hast du schon mal dran gedacht, Filmmusik zu komponieren? Du schreibst bisher nur Songs. Doch, definitiv, im Großen und Ganzen. Also ich sehe mich generell auch früher oder später hinter die Kamera springen und vielleicht mal Regie führen oder einen Film produzieren. Und in dem Kontext würde ich mir auch sehr gut vorstellen können, auch bei der Filmmusik viel mitzumachen. Welche Musik hörst du privat am liebsten? Britney Spears. Wo suchst du die Inspiration für deine Songs? Ist das eher so privat, dein Privatleben oder sagt dir ein Kumpel darum und darum? Was hältst du davon? Also erstmal Britney Spears war ein Spaß. Echt? Und ja. Ist ja da oder kann ja ruhig sein. Aber du hast kurz ein Fragezeichen im Gesicht. Wer weiß. Jetzt habe ich die Frage, sag bitte nochmal Entschuldigung. So, welche Musik hörst du am liebsten? Ach so, die. Oh Gott. Britney Spears, keine Ahnung, Miley Cyrus. Ich habe gerade Kid Travis habe ich gerade für mich entdeckt. Ist ein Musiker aus den Staaten und die Musik ist ziemlich nice. Und die Frage danach war Inspiration für deine Songs. Britney Spears. Nicht, sondern ganz viele Leute. Die sind jetzt aber enttäuscht. Die sind wirklich enttäuscht. Nee, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also ich bin großer Fan von Post Malone, ich bin großer Fan von Justin Bieber, ich bin großer Fan von Drake, ich bin großer Fan von Frank Ocean. Also da gibt es ganz, ganz viele Einflüsse und Sachen, die ich gerne höre. Und die sind alle auch teilweise sehr unterschiedlich. Ist so ein Mix aus allem. Als Musiker kannst du selber deine Texte schreiben, die Musik. Wie ist das für dich dann beim Dreh? Magst du es, wenn der Regisseur sagt, du musst dich jetzt aber an den Text halten, tut mir leid, keine Abweichung, so wie es geschrieben steht? Das passiert so in dem Fall nicht so richtig. Also es ist ja eine Zusammenarbeit und vieles macht Sinn, vieles macht keinen Sinn. Es kam bis jetzt noch nie vor, dass ich was machen musste, was ich selber gar nicht gefühlt habe und andersrum genauso wenig, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt nicht. Und man arbeitet sich ja gemeinsam ran. Niemand kennt die eigene Figur besser als man selbst und auch kein Regisseur. Und ein guter Regisseur weiß das auch selbst. Und dann muss man einfach miteinander kommunizieren und dann findet man immer den richtigen Weg. Und wichtig ist ja, dass man das Richtige für den Film macht und nicht das, ja, was jetzt irgendwie das Ego von einem gerade irgendwie durchdrücken muss. Aber ja, es ist eine andere Arbeit. Ich brauche einen Kameramann, ich brauche einen Regisseur, ich brauche einen Tonmann, ich brauche Lichtleute und etliche Leute. Und Musik kann ich einfach zu Hause bei mir im Zimmer alleine machen. Und beides hat irgendwie seine schönen Seiten. Das eine ist halt Teamarbeit und das andere ist irgendwie das Introvertierte für sich alleine sein. Mein größtes Problem mit deutschen Filmen ist meistens der Dialog. Wie findest du den? Ich finde das ziemlich künstlich und nicht lebensecht. Ja, würde ich zustimmen. In den meisten Fällen ist das. Ja. Was denkst du, fehlt da jemand, der mal über den Dialog rübergeht und sagt, so reden die Leute aber heute nicht oder die Kids? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Es ist, ist immer schwierig. Ich habe das Gefühl, dass oft Leute was schreiben wollen über Themen oder über Situationen, von denen sie selbst wirklich gar keine Ahnung haben und es dann nur aus dieser Sicht versuchen zu beschreiben,
wie sie es wahrnehmen. Also man hat es ja zum Beispiel ganz oft, wenn man irgendwie Filme macht, wo es um Jugendliche geht, dass dann halt einfach irgendwelche mit 50-jährigen Autoren versuchen, dann irgendwie den Jugendslang nachzuahmen. Aber da steht man dann als Schauspieler ganz klar da und sagt, pass auf, würde man niemals so sagen, lass uns das mal so und so machen. Dafür gibt es ja Leseproben, wo man irgendwie als Team gemeinsam das Drehbuch laut liest. Und vieles schreibt sich erstmal ganz gut. Und erst wenn die Schauspieler ihre Sätze laut aussprechen, merkt man, ah, das passt gar nicht, das macht keinen Sinn, lass uns das nochmal ändern. Und da fängt ja die Arbeit dann eigentlich an. Du spielst nach Die Rettung der uns bekannten Welt wieder beim Til Schweiger-Film mit, das ist Kurt. Wie kam es dazu? Habt ihr schon vorher darüber gesprochen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Er rief mich an und hat gefragt, ob ich vorbeikommen kann für einen Tag. Ich meinte, ja gut, können wir machen, wieso nicht? War wirklich nur ein Tag. Gefühlt war ich 20 Minuten da und bin dann auch wieder abgezischt. Aber dafür ist Till ja bekannt, dass er da irgendwie seine Freunde immer wieder mal hier auftauchen lässt. Und da sagt man dann auch nicht nein, wenn er fragt. Ich habe das Buch nicht gelesen. Was kannst du uns über deine Rolle erzählen? Bei was? Ich habe das Buch nicht gelesen von Kurt, die Romanvorlage. Ja. Ja. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil da finde ich jetzt meine Rolle für zu klein, als dass ich jetzt über diesen Film wagen möchte zu sprechen, weil ich einfach zu wenig an den Dreharbeiten teilgenommen habe. Deswegen würde ich die Frage jetzt beantworten mit, ich kann diese Frage nicht beantworten. Alles klar. Wir haben beide einen Familiennamen, den die meisten Deutschen weder aussprechen können noch schreiben können. Wie siehst du das? Wie gehst du mit Alltagsrassismus um? Hast du das erlebt? Hat sich das geändert über die Jahre? Ich bin, das ist so ein schwieriges Thema, da könnte man jetzt irgendwie sehr weit ausholen und sich stundenlang unterhalten. Ich finde auf jeden Fall, dass in den letzten 2 Jahren extrem viel passiert ist, in eine gute Richtung. Ich finde, dass aber immer noch sehr viel mehr passieren muss und ich freue mich auf mehr Diversität in allen möglichen Projekten, die irgendwie demnächst noch erscheinen, geschweige denn gedreht werden. Du bist bei Instagram unterwegs, TikTok. Ich habe da die Filmchen gesehen und bei dem letzten, dein Kumpel schießt die Dartpfeile, war das so eine Anspielung an Alien? Weil die an Alien mit der Messerszene, weißt du, wo er die Hand dahin legt und da, er holt das Messer raus, macht das ganz schnell? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe einfach nur gehofft, dass er nicht meine Hand trifft. Und ich glaube, hätte ich dieses eine Bier nicht zu viel getrunken, hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht. Wie wichtig ist Social Media für dich? Super wichtig. Es ist mein Medium, es ist wie meine eigene kleine Zeitung und früher war man abhängig von der Presse und abhängig davon, was alle geschrieben haben. Heutzutage hat man ein Medium, ein Sprachrohr, worüber man selbst kommunizieren kann, was man wirklich meint und was man nicht meint. Deswegen ist es gerade in der Generation, wo wir von Streaming und Co. und online sprechen und alles dreht sich ja immer mehr in Richtung online, gerade während der Covid-Zeit merkt man das ja mit den ganzen Zoom-Meetings, ist das einfach Gold wert. Wie gehst du mit den Kommentaren der Leute um? Wenn da, sag ich mal, etwas Böses drinsteht, schreibst du da zurück? Lässt du dich auf eine Diskussion ein? Ich lese meine Kommentare nicht. Ich habe einfach aufgehört, die zu lesen. Was sind die negativen Seiten, wenn man berühmt ist? Dass man ganz viele Kommentare bekommt, die einem auch nicht gefallen können. Wie bist du an deine erste Rolle gekommen? Ich habe mich hochgeschlafen. Sag das nicht zu laut, weil wenn du die Gespräche hörst von manchen Journalisten, da kommen dann solche Sachen manchmal. Ich habe mich mit 8 Jahren nicht hochgeschlafen. Nein, wie bin ich an meine erste Rolle? Casting, ganz normal. Ich hatte ein Casting. Ich war sehr, sehr jung schon in einer Künstleragentur, in einer Schauspielagentur und habe da einfach meine ersten Castings bekommen und mich dann da so hochgehangelt. Ja. War das dein Wunsch oder haben dich deine Eltern, deine Mutter hingeschleppt? Nein, das war mein Wunsch. Das war mein Wunsch. Wie hat dein Umfeld reagiert nach deinem ersten Kinoauftritt? Ach, gemischt. Ich glaube, wenn man so jung ist, ist da die Neidgesellschaft, gerade in Schulen immer, Kinder sind gemein. Und es war jetzt nicht nur cool. Es war schon auch viel so, okay, du denkst jetzt, du bist cool, weil du Filme drehst. Ganz, ganz gemischt. Wo war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ey, ich möchte jetzt unbedingt Schauspieler werden, ist mir egal, mit Schule und allem? Ich glaube, mit so 16, 17 kam das. Mit welchem Schauspieler würdest du gerne mal spielen, wenn du selber alles zusammenstellen könntest? Mit, Gott, so viele. Joseph Gordon-Levitt. Warum mit ihm? Weil ich den toll finde. Was ist mit weiblichen Schauspielern?
Schauspielerin, meinst du? Ja, sorry. Man muss immer dran denken, ans Gendern. Boah, da gibt es auch extrem viele. Wen nehme ich jetzt? Ich nehme Jennifer Lawrence. In welchem Film? Ich habe mich tatsächlich in diese Frau als Schauspielerin verliebt, als ich Mother gesehen habe. Das war ein Film, der irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe den Film nicht verstanden. Und dann habe ich gegoogelt, worum es in dem Film geht. Und dann, aber in dem Film habe ich mich einfach unglaublich in ihr Spiel verliebt, weil sie, weil ich einfach so mitgefühlt habe für diese Figur. Das war so ein Film, den ich echt sehr mochte mit ihr. Also ich habe den Film auch nicht so richtig verstanden. Warum nicht Hunger Games? Weil das war ja sozusagen der große Erfolg jetzt für sie. Hat mich nicht so umgehauen wie Mother. Tatsächlich. Bei welchem Film haben dir die Dreharbeiten am meisten Spaß gemacht? Bei welchem Film haben mir die Dreharbeiten am meisten Spaß gemacht? Sollte ich von K.O. fragen. Bibi und Tina. Okay, danke. Danke für das Interview. Vielen Dank. Danke.